Ich begrüße euch zu den Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Zum Heiligabend haben wir auch ein grosses Päckchen mit den neuesten Geschichten geschnürt. Das sind unsere Schlagzeilen. Die Sanierung des Schulhauses Baumaden zu Noters ist im Zeitplan. Franziskus Escher, neuer Projektleiter bei der Kantonspolizei und die Lawinengefahr im Wallis auf Stufe erheblich. Schön, habt ihr eingeschaltet. Die Sanierungsmaßnahmen im OAS Schulhaus Baumaden zu Noters sind im Zeitplan. Leute Verantwortlichen sollen die Arbeiten bis am 1. August 2010 fertig sein. Vor allem das gute Wetter im Herbst haben dazu beigetragen, dass man mit den Arbeiten zügig ist vorangekommen. So ist der Grossteil zum jetzigen Zeitpunkt schon erledigt. Für die Sanierung sind 10,5 Millionen budgetiert. Ein Anteil von rund 2 Millionen subventioniert der Staat. Nach dem Brand im Reihenfamilienhaus Chamoso ist grosser Sachschaden entstanden. Auslöser für den Brand in der Nacht auf Donnerstag war laut der Kantonspolizei eine elektrische Glühbirne. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzte hat es darum keine gegeben. Der Hauptmann Franziskus Escher ist ab dem 1. Januar 2010 neuer Projektleiter bei der Kantonspolizei und ist ab dem einem Polizeikommandant unterstellt. Laut einer Mitteilung vom Staatsrat übernimmt der Franziskus Escher das Amt wegen einer Reorganisation von der Kantonspolizei, die der Grossrat Anfangsjahr genehmigt hat. Die Stelle vom Chef von der Gendarmerie ist der ab Januar 2010 ausgeschrieben. Der Kegouach Epine ist neu Chef von der Planung bei der Kantonspolizei. Die Oberwalliser Geschäfte ziehen zum Weihnachtsverkauf 2009 vorerst eine positive Bilanz. Auch in Zeiten der Wirtschaftskrise haben sich die Leute nicht lumpen, wenn es um die Geschenke für ihre Liebsten geht. So kriegst du teils das Echo der Oberwalliser Geschäfte. Zum guten Geschäft beigetragen haben zudem auch die Sonntags- und Abendverkäufe. In mehreren Walliser Schneesportgebieten haben am Mittwoch Skifahrer ausserhalb von der Piste Lawinen ausgelöst. In Verbier haben Rettungskräfte einen verschütteten Skifahrer retten. Bei einer Bergung hat ein anderer Skifahrer nur mal eine Lawine ausgelöst, ist aber nicht unter die Schneemasse gekommen, hat sich aber trotzdem verletzt und musste ihn ins Spital bringen. Bei Tio sind 3 Personen unter eine Lawine gekommen, haben sich aber nicht verletzt. Die Lawinengefahr im Wallis ist zurzeit auf Stufe erheblich. Zum Sport ist okay. Der Thomas Rüfenacht spielt beim EHC Fischb am 27. Dezember gegen den HC Siders Anivier. Laut der EHC Fischb Sport AG haben der 24-Jährige extra für das Derby vom EV Zug mittels B-Lizenz verpflichtet. Der Stürmer ersetzt der Corey Packer, der ein Aufgebot vom Team Kanada für den Spengler Cup hat. Der Föhn hat frischen Wind ins Oberwallis gebracht. Mit bis zu 100 Stundenkilometern ist der Föhnsturm isch um Tore gefegt. Was das Wetter mit uns an einem Festtag vorhat, das schauen wir jetzt zusammen an im Walliswetter. Es hat zwar doch recht viel Wolken am Himmel gehabt. Trotzdem war die Stimmung im Kinderparadies zu Grecho gut, wie wir sie auf dem Bild von unserer Wetterkamera sehen. Für den ersten Weihnachtstag sieht es nicht wirklich besser aus. Der Tag fährt nass und zeitweise schneit es bis auf die 800 Meter im Brecho. Im Verlauf des Tages sind aber auch ein paar Auffällungen möglich. Im Rhonental erwarten wir Höchstwerte im Plusbereich. So gibt es die Brigg am Nachmittag um die plus 3 Grad. Das Grecho und der Mat sind wir mit minus 1 Grad knapp unter dem Gefrierpunkt. Richtig gut sieht es dafür durch Stefanstag aus. Dann können wir uns auf einen hübschen Wintertag mit bis zu 3 Grad freuen. Bis und mit Montag bleibt die Sonne dann erhalten. Nur ab und zu mischeln sich ein paar Quellwolken drunter. Das waren die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Heiligabend und würde mich freuen, wenn ihr euch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ade miteinander.